Das sind meine Schultaschen und das hier sind ein paar meiner verrückten Klassenkameraden. Und ich habe versucht, ein What's in my Schoolbag zu filmen und diesmal auf eine bisschen andere Art. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Marvin, Noel und ich gehen nach Miami. Here we go, Leute. What's in my bag? Jetzt zeige ich erstmal meine Tasche. Also ich habe normalerweise immer die braune Tasche hier, die ist von Mango. Die haben so schöne Shopper immer, die war noch gar nicht teuer. Den gab es noch in so einem Beige, den habe ich auch noch. Und dann mache ich meistens hier so eine Klammer dran, passend zur Tasche. Dann habe ich auch direkt einen Hairclip. Und manchmal, je nach Outfit, benutze ich auch die Tasche hier, meine Usanne Goyard. Die mag ich auch sehr gerne. Buongiorno! Hallo! Ich habe mein pinke Bag mit. Und du hast das passende Salvisch. Und nochmal pink ist Rio de Janeiro. Welche Bag hast du mit, Matthias? Meine... Oh, sie hat so einen coolen Organizer. Zeig mal deinen Organizer. Ja, ich habe so einen Organizer hier. Guck mal, wie cool, bitte. Du brauchst sowas auch in meiner Tasche, weil ich schmeiße alles immer. Ah, ich habe meine Hydroflask mit. Mit Eis. Oder die hier. Das ist so eine Jeans-Tasche von Urban Outfitters. Und die hat auch hier auch erstmal einen Flower Clip dran. Die passt halt so schön zu jedem Jeans-Outfit oder wenn man eine Jeans anhat. Und ich finde, das sieht einfach manchmal cooler aus, als wenn man hier diese Tasche nimmt und so ein bisschen Abwechslung. Ich freue mich immer so, meine Tasche zu meinem Outfit zu matchen. Und dann erstmal hier noch zu meinen Basics, meine Frühstückstasche. Einfach so eine schwarze, die ich mir bei Amazon gekauft. Und hier vorne noch so ein Fach, die finde ich eigentlich auch praktisch. Leute, wir hatten jetzt gerade schon eine Deutsch und jetzt haben wir Pause. Noch 3 Minuten. Wir müssen beeilen, weil ich habe meine Reissuppe noch nicht gegessen. Ich hatte eh mal schon gegessen, ich hatte so Hunger, Leute. Und irgendwie in der Pause, wir dürfen oben bleiben. Ich hoffe, wir gehen runter, ist ein bisschen boring. Mhm. Mittagessen habe ich heute mit. Ein Brot. Ich glaube, da ist Frischkäse drauf mit Tomate. Paprika, Leute. Das ist euer Gemüse. Dann, next, Apfel mit Erdnussbutter. Das ist die beste Kombi. Ich werde hier immer ein bisschen verschaut angeguckt, dass ich Erdnussbutter und Apfel esse, aber ihr müsst es ausprobieren. In den letzten beiden Stunden mit Spanisch. Mein toller Text. Guck mal, das war meine Hausaufgabe. Ich musste diesen ganzen, ich musste so eine ganze Infografik analysieren. Hab ich das alles geschrieben? Und das ist alles. Die ist halt auch innen so isoliert. Dann bleiben meine Sachen schön kalt da drin. Bonjour! Wir haben jetzt Pause, Leute. Cool, kommt alles in den Vlog, Ben. Ich esse jetzt mein Brot. Wir hatten gerade Spanisch und ich muss eine ganze Karikatur auswerten und ich kann das nicht, Leute. Mhm. Weiß ich noch nicht. Wir mussten gerade nur auf Spanisch reden, Leute. Ich kann jetzt leider nur auf Spanisch. Da wir in Spanisch nicht mehr auf Deutsch reden dürfen. Guck mal. Seht ihr das an der Tafel? Da stehen unsere Namen, wenn wir Deutsch reden, in Spanisch. Deshalb werden meine Vlogs jetzt nur noch auf Spanisch erscheinen. Spaß. Okay, ich esse jetzt. Und meine Trinkflasche. Die haben wir ja zusammen gekauft. Die ist mir leider schon runtergefallen, weil ich war so vollgepackt und die war so schwer. Und jetzt ist hier der Deckel ein bisschen kaputt. Aber funktioniert noch. Da wurde ich jetzt auch schon 100 Mal in der Schule drauf angesprochen. Ich glaube von jeder Person und jedem Lehrer, warum ich hier so eine große Trinkflasche mit habe. Aber ich finde es praktisch. Dann habe ich immer genug zu trinken mit. Noch Vergleich. Aber ich habe noch meinen Starbucks-Becher. Der ist sehr cool. Ich habe den in Gold. Weil ich habe hier immer Ananassaft drin und dann trinke ich den um. Yum, yum. Ich habe ja mit Deutsch. Bye, bye. Also, hier drinnen habe ich erstmal meine Sonnenbrille. Die nehme ich immer mit, weil wir in der Pause rausgehen können. Und dann ziehe ich die einfach gerne an. Die ist übrigens nicht von Moncler, da ich will jetzt nur die Hülle von. Weil die so schön. Weil die so schön gepuffert ist. Okay, cool, Leute. Und dann sitze ich so im Unterricht. Nein, Spaß. Wie kennen die überhaupt so viele Leute? War ja komisch. Da mein Notebook, ich nehme nur eins mit. Hier sind auch so ein paar Post-its dran und so ein Lineal, das ist ganz praktisch. Weil wir schreiben eh meistens alles auf dem iPad auf. Manchmal brauchen wir ein Blatt und dann schreibe ich einfach immer alles hier rein. Das ist kariert. Da natürlich mein iPad, die wunderschöne blaue Hülle. Wir haben immer noch keine neuen, schöneren iPads oder eine schönere Hülle bekommen. Guck dir bitte mal, was Gabriel für ein hässliches Hintergrundbild von mir gemacht hat. Was sagst du dazu? Mach mal Statement. Das ist wunderschön. Das ist wirklich ein schreckliches Bild, Leute. Ich bin sehr gedemütigt von dir. Eigentlich haben sie
die uns ja gesagt, letztes Jahr, dass wir neue iPads kriegen dieses Jahr. Und jetzt haben nur die Lehrer neue iPads bekommen, sogar so richtig gute, also neue. Und wir haben immer noch das Ding hier. Hier ist halt immer noch dieser Home-Knopf dran. Und gerade für die Schule ist es ein bisschen nervig, weil der Bildschirm ist dann halt auch nicht so groß und das Display ist auch richtig scheiße von dem Ding hier. Aber wir haben noch keine neuen bekommen und unser eigenes dürfen wir auch nicht benutzen. Deshalb sind wir immer noch hier zusammen. Mein altes Ding und ich. Okay, what next? Mein Mäppchen. Guck mal, wie schön mein Mäppchen ist mit der Pusheen Cat. Die liebe ich immer noch. Hier sind so Donuts drauf und hier steht drauf Snack Attack. Und das ist so ein Dreier-Mäppchen. Ja, und das stimmt schon. Ja. Marvinuel und ich gehen nach Miami. Ich denke das auch. Leute, heute sprechen wir mal ernstes Thema. Ich bin schon seit 3 Monaten mit Marvinuel zusammen. Die hat eigentlich einen Freund. Nicht? Und im Winter gehen wir nach Miami aufs Rolling Loud und dann sind wir da. Nicht da, wir führen eine Dreiecksbeziehung. Ja. Also hier habe ich ein paar Stifte drin. Das hier ist der beste Stift ever. Der schreibt so gut. Der ist von Sharpie. Könnt ihr das sehen? Und mit dem schreibe ich immer. Mein Drückbleistift und der Gradiergummi dran. Was noch? Ich habe eigentlich nur schöne Stifte. Hier, die habe ich mal geschenkt bekommen, mit so einer Schleife dran. Ich finde, der ist auch sehr schön. Und dann noch Fineliner. Einfach hier so ein dunkelblauer und ein schwarzer, weil wir dürfen nur mit dunkelblau und schwarz schreiben in Klassenarbeiten. Hier in der Mitte habe ich so ein paar Sachen drin, die ich immer mal brauche, wie Taschentücher, weil ich immer einen Niesanfall bekomme. So Matttücher, weil ich immer glinze. Wirklich immer. Und dann hier so drauf machen. What next? Kaugummis und ein Haargummi. Für Sport, weil ich vergesse mir immer eins einzupacken, deshalb ist es eigentlich immer hier drin. Und mein Lippenbalsam, wo ich jedes Mal Ärger bekomme, wenn ich im Unterricht drauf mache. Es ist hier kein Schönheitssalon. Das ist der von Rode, den habe ich mitten in der Schule. Falls meine Lippen mal wieder trocken sind von der School Air. Und hier in dem letzten Fach vom Mäppchen sind noch Textmarker drin. Das sind so Glittermarker, die sind extra schön. Einmal hier in diesem Lila und in dem Gold. Falls wir Blätter bekommen oder wir irgendwas auf Papier aufschreiben sollen. Und dann Tipp-Ex, weil ich verschreibe mich 100 Mal. Und dann habe ich immer hier den dabei. Alle sagen immer, das würde aussehen wie eine Vape. Guck mal bitte, das sieht wirklich so aus. Ja, Leute, ich vape nicht, das ist mein Textmarker. Tipp-Ex. Und dann der kleine hier. Das ist mein Mäppchen. Hallo Leute, wir haben jetzt Mittagspause und ich esse jetzt hier erstmal ein Brot. Ich habe heute zum Mittagessen übrigens hier mein Brot und Gurkensalat. Das ist voll lecker. Und dann Leute. Gabriel hat jetzt das hässliche Bild von mir auf seinem Handy auch noch als Hintergrundbild, wollte ich kurz erwähnen. Dann habe ich Tic Tacs. Da ist noch eins drin. Dann fängt man neue kaufen. Dann meinen Schlüsselbund, der ist von Lululemon, der ist voll cool. Der hat hier einmal dieses Band dran, schön rosa. Hier dann so ein weißes kleines Täschchen und hier noch so ein rosanes. Das klimpert auch immer so schön. Hier in dem pinken habe ich 5 Euro drin. Da habe ich auch ein bisschen Geld dabei. Hier mein Haustierschlüssel. Leider noch keinen Autoschlüssel. Bald, Leute, bald. Und dann hier in der kleinen Tasche sind 2 Notfalltampons. Was wir immer dabei haben. Dann eine Notfallkontaktlinse und Schmerztabletten. Ja, also ich habe jetzt keine Notfallbag mehr. Ich weiß nicht warum. Alle YouTuber früher mal dachten, man bräuchte die riesigste, tollste Notfallbag in der Schule. Packt euch so 1-2 Sachen ein, aber ich glaube nicht, dass ihr das eine riesige Tasche mit eurem ganzen Haushalt drin haben müsst. Dann meine Angel Brush. Eine schöne pinke Haarbürste. Die brauche ich auch wirklich immer, dann kämme ich immer schön meine Haare und es sieht sehr cute aus. Und die ist schon klein, das heißt, die passt überall rein. Mein Taschenrechner. Mathe. Ich habe da extra so 2 Dispenser-Smileys noch drauf geklebt. Schön mit grimmigem Gesicht, passend zu Mathe. Ja, das ist hier mein... Warum lasse ich heute alles fallen? Das ist hier mein Casio-Taschenrechner. Mattea hat einen Pink, da bin ich jedes Mal sehr neidisch. Mattea, wenn du das siehst, irgendwann klaue ich dir deinen Taschenrechner. Guck mal bitte, ich will den auch. Und ich habe die Hinterseite in der 7. Klasse Corona bemalt. Das ist meiner, der ist halt voll geil. Aber ich habe alles in Pink, ich habe meine Pink-Haarbürste dabei. Ich auch, weil ich habe einen pinken Zirkel. Ich habe eine pinke Federtasche. Geil. Mein iPad ist lila. Ich glaube, Mattea mag Pink. Mein iPad ist lila.
Oh mein Gott, das ist komplett lila. Ja, na klar, ist das lila. Das ist crazy. Hallo, ich vlogge gerade. Ey! Kiki, ja, komm her. Oh, hallo, ja. Spaß! Nein, ich hab gerade jetzt nichts hier. Achso. Okay, adios, wir haben jetzt Erdkunde. Mein Brazilian Crush Sol de Janeiro Body Spray in 68. Das ist einer meiner Lieblings Sol de Janeiro Düfte. Das habe ich immer mit, falls ich in der Schule mal stinke. Jetzt riecht sehr gut. Dann mein Touchland Handdesinfektionsmittel. Das geht sehr schnell leer, muss ich sehr sparsam benutzen. Weil den habe ich in Amerika gekauft und ich glaube es nicht, dass es den hier gibt. Guck mal, wie schön mein Handdesinfektionsmittel ist. Wie findest du mein Handdesinfektionsmittel? Oh mein Gott, das ist dieses aus der Farbe. Was bringt das? Crazy. Was bringt das? Hier, benutze mal. Was muss ich machen damit? Du musst es drauf sprühen. Wo drauf? Auf deine Hand. Ja. Das riecht voll gut. Das riecht geil, oder? Boah, ja. Dann meinen kleinen Planner. Wham Bam, I'm a Plan Fan, den ich ja gezeigt habe. Meine Powerbank, die ist auch immer sehr wichtig. Die ist sehr praktisch, weil die kann man einfach direkt so ans Handy so dran pappen mit diesem MagSafe. Und die habe ich mir bei Amazon gekauft. Das ist eine sehr große Empfehlung, damit sie nicht immer dieses Kabel dran machen. Ja, das war schon alles, was ich hier immer in meiner Tasche mitschleppe. Und jetzt muss ich wohl mein iPad nehmen und ein paar Hausaufgaben machen, weil wir wieder welche aufbekommen haben übers Wochenende. Er hat die Weitwinkel. Ja. Bitte zeig mal euren Matching-Look. Guck mal, die haben das gleiche T-Shirt und die gleiche Hose an. War das Zufall oder habt ihr das so abgesprochen? Ach, wie schön. Ja, aber es ist die gleiche Farbe.